Hallo und herzlich willkommen zu Infectionator 2. Ich habe mal gedacht, mal, warum nicht? Ich war auf dem PC mir wieder etwas auf. Aber natürlich, wie ihr uns schon sehen könnt, das Spiel ist ebenfalls für die iOS und den Android verfügbar. Also für die beiden Geräte. Und ich starte das Spiel auch gleich. Das habe ich schon mal gespielt und auch schon recht gut, aber natürlich starte ich mal neu. Cool. So, ich werde es natürlich nicht so lang machen. So, und das Tutorial. Es ist eigentlich ganz simpel. Man infiziert Leute. Und diese greifen dann andere Menschen an. Und das Problem hierbei ist, dass die Zombies eine... Danke, 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 ja. Ich erkläre das schon. Okay, das Problem ist, dass... Okay, ja, zack. Only available in iOS und Android. Lass dich mal überraschen. Also bei dem Spiel ist das Problem, dass Zombies nur eine bestimmte Lebenszeit haben, bevor sie umfallen, was eigentlich ein bisschen neu ist. Und wie ihr schon seht, der erste Zombie... sucht, aber schafft's nicht, weil er zu langsam ist. Danke, danke Nachrichtenfrau. So, und hier können wir uns, wenn wir unseren Zombie halt aufbessern, für ein paar Punkte, zum Beispiel Lebenserwartung, Geschwindigkeit, Schadresistenzen gegen zum Beispiel FBI-Agenten, die einfach ja nicht beeinballern, Angriff, klar, und Infektionsrate, also wie oft wie wahrscheinlich ein neuer Zombie kommt. Und immer so weiter. Und ich werde jetzt einfach mal nach China gehen, glaube ich, war das hier. Und guck mal, dass ich das schaffe. Und ja. Was ist denn so langsam? Schlecht. Gut, und ich versuche gleich nochmal, damit ich ein bisschen schneller an Kohle komme. Sorry. So, na los, gib's auf. Das ist eine Qual. Am Anfang ist es immer so eine kleine Qual. Aber insgesamt, ich habe ein großes Ziel, und zwar die Weltherrschaft. Also, das heißt Weltauslöschung. 5 Leute muss ich nur investieren, okay. Das ist nicht schlecht für den Anfang. So, und dann mache ich weiter. Und ich werde jetzt mal jetzt nicht das liken, aber ich trotzdem danke für das Spiel natürlich. Super, dass ich jetzt nichts aufgewertet habe. Was? Okay. Gut, danke. Das ist jetzt schon zu teuer. Aber Angriffsrate erhöht man. Und das reicht auch erstmal. Oh, noch ein Versuch. Zumindest mal hier ganz China machen. Und es gibt wirklich jedes Land. Wow, 4 Zombies auf einmal. Und diese Münzen sind halt nur über das, über das halt drücken, etc. So, wir haben Kohle bekommen. Und was ist das hier? Kim Jong-Jun, würde ich euch auch raten, also bei meinem vorherigen Durchlauf war der ziemlich angenehm. Sayam. Okay. Also ansonsten gibt es halt nicht viel zu sagen. Das ist auch für Android verfügbar, das ist ziemlich identisch. Meiner Meinung nach auch kostenlos. Ich hätte mal die Zombies verkaufen sollen. Also jetzt gehen wir mal in die nächste Provinz. Das wäre dann hier. Laka, Taka, Shamaga, Laka. Oh.
Schade. Das war's auch schon. Außerdem, ich erkläre es gleich in der nächsten Durchgang. Ich kaufe mir jetzt mal Rüstung 4000. Das mache ich dann als nächstes. Keine Geld, okay. Danke. Danke, danke, danke. Für nichts. So, und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, neue Zombies zu platzieren jetzt mit der neuen Fähigkeit hier unten. Aber man beachte, eigentlich beachte nichts, die kommen immer wieder. Pro Runde. Natürlich Continue. Jetzt aber werde ich mal die Geschwindigkeit mal 2 schalten. Dann geht das schneller, da kann man sehr schnell hochleveln. Wie gesehen, alle geht alles schneller und zack, dann gleich nochmal. Da platziere ich noch die Zombies. So kann man sich ziemlich schnell hochleveln, wenn man denn unbedingt Geld braucht. So, und dann sind die meisten Tricks schon gesagt. Wie gesagt, Links in der Beschreibung. Ich werde mich mal hier nochmal kurz auf. Versuchen wir einfach den ganzen Quark nochmal. 60 Leute? Okay. Okay. 60 ist ein bisschen viele. Ja, wie gesagt, es gibt aber auch Provinzen mit 100 bis 200, bis 150 habe ich gesehen. Und halt im weiteren Spielverlauf nimmt man dann wirklich die komplette Erde Stück für Stück ein. Natürlich aber noch unbedingt mal jetzt die Centers hier nochmal für euch zeigen. Oh, bitte. So, dann hätten wir das auch geschafft und es war halt ein kleines sozusagen Review, dass ihr jetzt mal das Spiel euch angucken könnt. Wie gesagt, Links für die beiden Spiele jeweils unten in der Beschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, ein kleines Like wäre schön. Ansonsten müsst ihr natürlich nicht. Gut, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von irgendeinem Spiel und was weiß ich. Bis dann und ciao.